Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Decarnation für euch. Und es ist ja nicht das erste Spiel, das grafisch etwas in den schönen Oldschool-Pixel-Bereich geht. Deswegen werde ich hier diesmal meine Kamera mit draußen lassen. Und jetzt viel Spaß bei Decarnation. Paris, Juni 1900. Du bist 29, oder? Ja. Ich wollte nur sagen, wie sehr es mich freut, hier zu sein und das zu erleben. Tja, hatten wir wohl beide Glück. Glück? Dass ich dich noch rechtzeitig in deinem Kabarett entdeckt habe. Bevor alles zerfällt. Zerfällt? Ja, neulich bin ich der ersten Frau begegnet, die je für mich posiert hat. Wir waren damals nicht mal 20. Vernett. Was für eine Schönheit. Ein Leib gewordener Botticelli. Und was ist aus ihr geworden? Ein grotesker Troll. Er schminkt wie ein Clown. Ich würde gerne eine Pause einlegen. Billigen Schmuck und einem Hund versuchte sie, die Blicke von sich abzulenken. Das ekelt mich an. 4 Monate später, Glorias Wohnung. Oh. Ja, wer ist da? Ernsthaft? Ich bin's, Joy. Hi, Süße. Nervös? Glaubst du, es wird voll? Joy, ich war bis 2 Uhr früh auf der Arbeit, also übertreib es nicht mit den Fragen, okay? Ups, tut mir leid. Ein bisschen nervös bin ich schon. Vor allem gespannt, wie sie aussieht. Tja, eine Statue von dir wird aussehen, wie du, würde ich annehmen. Du weißt, was ich meine. Was wird sie über mich aussagen? Was werden die Leute in ihr sehen? Und werden sie die Studentin bei ihrem Anblick weiche Knie kriegen? Hörst du mir mal zu? Ja, tu ich. Zerbrich dir einfach nicht den Kopf. Ich warte draußen auf dich. Na, okay. Dann machen wir uns fertig. Gehen wir erstmal ins Bad. Wir gehen erstmal ins Bad. Und wir duschen erstmal. So, und Schlüppi anziehen. Das ist ein keckes Minispiel hier. So, Schlüppi und Schuhe an. Ein bisschen Parfum auflegen. Ja, nur 2 Spritzer. Und wir sind bereit. So, hier oben hat es gerade geblinkt. So, die kleine blaue Schatulle ist für Joy. Oh. Wird da eventuell ein Antrag kommen? So, noch ein Buch. Glorias Traumtagebuch. War eine coole Idee, aber heute benutze ich es nur noch als Einkaufsliste. Okay, na dann, auf zu Joy. Na, sollen wir ein Taxi nehmen? Klar. Was ist das für eine Mathe, Alter? Schön, hat's mir Herzen auch schön. Und manche Leute tun sich das auch noch freiwillig an. Alles hat seine guten und schlechten Seiten. Wenn ich sie mit ihrem Baby sehe, wirkt sie glücklich und erfüllt. Sei doch nicht albern, das reden sie sich alle nur selbst ein. Sonst würden sie die nächsten 20 Jahre Knechtschaft nie durchhalten. Okay. So. Na denn,
Meinst du, es gibt dort Champagner? Ja. Um 10 Uhr morgens? Klar. Decarnation. Kunststiftung St. Louis, 10.30 Uhr. Verrückt, oder? Eine Statue von mir. Zwischen einem Toulouse-Lautrec und einem Modigliani. Keine Ahnung, wer die beiden sind. Kein Druck, was? Entspann dich, Mona. Mona Gloria. Schön, oh schön. Bonjour. Eine Erwachsene und eine Studentin. Oh, das ist mies. Eigentlich war ich das Modell für Petrus Statue. Hat er vielleicht eine Notiz hinterlassen? Ich bin Gloria. Glückwunsch, Gloria, aber ich sehe hier keine Notiz. Nun, ich dachte, ich könnte vielleicht... Ich kann Ihnen nur Eintrittskarten anbieten für Erwachsene und Studenten. Soll das ein Witz sein? Sie hat 3 Tage lang am Stück nackt für den Kerl posiert. Und sie ist eine berühmte Tänzerin. Lassen Sie uns einfach rein. Gerne. Nachdem Sie die Eintrittskarte bezahlt haben. Vor wem sich berühmte Tänzerfreundinnen ausziehen, interessiert mich nicht. Du, ist schon in Ordnung, Joel. Die Eintrittskarten gehen auf mich. Nein, es ist nicht in Ordnung, Gloria. Der Mistkerl hat dich nicht mal für deinen Zeitaufwand bezahlt. Die Eintrittskarten zu kaufen wäre das Mindeste gewesen. Hier. Bitte, für Sie und Ihre temperamentvolle Freundin. Viel Vergnügen auf der Ausstellung. Tja, na denn, schauen wir uns das mal an. Es ist nicht Ihre Schuld, Joy. Gloria. Du würdest sogar eine Nacktschnecke auf dir rumtrampeln lassen. Ja. Ich bin zu gut, Joy. Igitt. Wie siehst du? Wow, die Ausstellung ist ja bestens besucht. Ist mir eigentlich ganz recht so. Sieht aus, als hätte er sich letzte Nacht gut amüsiert. Vielleicht sogar in Black Swan? Nein. Das ist totaler Blödsinn. Glaub, was? Eine Experte? Bitte. Oh, chillige Musik. Das erinnert mich ein bisschen an The Strained. Ist das vielleicht von dem The Strained-Macher? Die vielen verstörenden Bilder scheinen den Jungen irgendwie zu gefallen. Ja. Willkommen bei Benjamin Steve. Da, schönes. François Bacon, Studio einer Figuren am Fuß einer Kreuzigung 1944. Wunderbar. Grässliche Kreatur, ein blindes Monster. David Keith Lynch, Bob liebt Sally, bis ihr Gesicht blau wird. Ja, unbekannt. Ja. Okay. Sieht das Blau hier für Langeweile, Depression oder Erstickung? Das ist zwar verstörend, aber auch irgendwie an die. Redet sehr schnell. So. Bla, bla, bla. Transformative Hermeneutik. Was? Warum muss die Kunstwelt immer so prätentiös sein? Tja, das weiß niemand. Der letzte Eintrag lautet: Wir wollten die Impressionisten sehen. Täuscht. Okay. So, die gehen wir mal hier oben weiter. Und was sehen Sie in diesem Bild? Der Durchbruch der Abstraktion hat den Untergang der Malerei eingeläutet. Sieht aus wie mein Professor für Steuerrecht. Totaler... Okay. Stimmt. François de Goya. Onkel Paquet. Ja, Goya. Schön. Ein Blinder. Er wird glücklich, obwohl er im Dunkeln untergeht. Rembrandt. Des Dr. Tulp, 1632. Männer in schwarzen Gewändern mit weißen Kragen sind über einen Leichnam gebeugt. Der Arme. Er wird seziert. Ja. So. Was haben wir hier? Ist das, ist das Kunst? Eine rote Rose. Sie ist viel zu schön, um echt zu sein. Und dieser Stuhl. So, was haben wir hier? Hans Bellmer, die Puppe. Zwei Hüften, zwei Vulven. Runden Bauch in der Mitte. Aha. Schwer zu sagen, ob das eine Gesellschaftskritik oder eine Fantasie des Künstlers ist. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Schelm? Sautant. Geschlachteter Ochse. Man
1825. Die Kunstkenner unter euch werden das wahrscheinlich, werden sie jetzt am Kopf klatschen und sagen, diese ungehobelte, ungebildete Banause. Eine wahre Flut aus Fleisch. Wie kann er es sagen? Wie kann er diesen Namen so scheiße aussprechen? Aber ich habe davon leider keine Ahnung. Sorry. Takato Yamamoto, Spiegel der Nacht. Ja, unbekannt. Okay. Ein Skelett im Kimono liebkost eine Frau. Falls sie Angst hat, sieht man es ihr nicht an. Schön. Mein schickes Bronze, ich muss denn wohl da drin sein. Okay. Oh, schön. Kann man das sich hier anschauen? Oh, da ist er. Was ist denn? Oh, so der Kopf, der. Ja, wie auch immer. Hey. Da ist sie ja, die Bronzegloria, in voller Pracht. Und irgendjemand fummelt dran rum. Moment, was? Das Schwein. Hey, ich... ja, ich muss weg. Ich muss sofort gehen. Wirklich, recht verstörender Anblick wahrscheinlich, wenn jemand irgendwie an einer Statue rumfummelt. Ach, wirklich? Joy? Was meinen Sie? Erzählt das... Zwei Frauenkörper oder einer? Ist für meine Statistik zur Anzahl nackter Frauen im Museum. Das hängt davon ab, ob sie die Frauen auf ihre Sahnespalte reduzieren. Ich würde sagen zwei. Okay. Wieso überrascht mich diese Antwort jetzt überhaupt nicht? Ja, Joy! Gloria? Ich würde jetzt gerne gehen. Was, jetzt schon? Lass mich doch erst noch deine Statue sehen. Nein, 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 nein. Vergiss es. Sie ist nicht sonderlich interessant. Da fehlen auch noch ein paar ordentliche Brüste. Los gehen wir. Ach, der Opa. Das ist schön, schön. Sie gehen schon? Ja, du bist mir einfach zu ordinär. War die Statue wirklich so schlecht? Ach komm. Los, wir wollen jetzt gehen. Gloria, bitte... Aber was ist denn nur mit dir los? Nichts. Nichts. Ich will einfach nur hier raus. Aber deine Statue. Vergiss die Statue. Das Original steht direkt vor dir. Aber du wolltest sie doch unbedingt sehen und jetzt läufst du weg. Das ergibt einfach keinen Sinn. Vergiss es. Ich will lieber etwas unternehmen. Irgendwas Lustiges. Moment. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, nein. Das mit der Statue ist mir nur etwas zu viel geworden und lass uns einfach einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Nur wir zwei. Wir können bummeln gehen oder ich weiß nicht. Wir können bei mir gemütlich einen Film schauen. Nicht heute, Glow. Glow ist ein blöder Spitzname. Ich muss heute unbedingt an meiner Dissertation arbeiten. Aber ich sehe dich heute Abend im Black Swan. Klar, komm vor der Show meine Umkleider vorbei. Cool. Dann bis später. Glow. Bis später. Süße. Schwimmbad. George Valerie. Okay. Mit Schwimmbad. Was ist das Problem mit dir? Alles muss immer so furchtbar kompliziert sein. Ich will doch nur, dass wir zusammen eine schöne Zeit haben. Aber früher oder später ziehst du uns immer... Das ist ein echter Jammer. Was? Der Gegenwart? Ah, okay. Alles klar. Oh, da unten. Ja, jetzt mal... Schnauze. Sei still und steck den Kopf wieder in deine Bücher. Wir doch hier noch zum Schwimmen meinen Kopf frei bekommen. Die Mucke war recht strange. Cabaret, Black Swan. 21.30 Uhr. Ladies and Gentlemen, liebe Freunde. Als letztes Highlight dieses Abends präsentieren Ihnen das Black Swan mit großer Freude. Die Betörende.
Die mysteriöse und umwerfende Lady Gloria! Jetzt kommen die Quicktimes hier. Drehen Sie oder wie fies? Ist das denn? Und ist nicht mehr im Takt? Oh! Das war Mist. Oh, und da fallen die Höhen. Yeah, ein 3-Sterne-Strip. Klopf, klopf. Du hast die Show verpasst. Entschuldige, ich ging leider nicht anders. Wie ist es gelaufen? Das Publikum war begeistert, wie immer. Nach heute Morgen habe ich das irgendwie gebraucht. Du meinst, die alte Hexe im Museum? Ja, das verstehe ich total. Nein, Joy, ich meine dich. Du warst so distanziert. Distanziert? Du wolltest doch unbedingt gehen, ohne mir einen Grund zu nennen. Aber ich wollte den Nachmittag mit dir verbringen. Du weißt doch, dass ich meine Dissertation schreiben muss. Ja klar, deine Dissertation. Deswegen hattest du keine Zeit. Hey, wieso führst du dich so kindisch auf? Warum bist du plötzlich so trotzig? Trotzig? Du bist hier die Kindische, nicht ich? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Das war dumm von mir. Dumm, aber auch irgendwie witzig. Verdammt, Joy, ich... Ja? Ich hab da etwas für dich. Ja? Was denn? Mach schon auf. Es beißt nicht. Moment, ist es das... Was ist das für ein Schlüssel? Ein Schlüssel zu meiner Wohnung. Dann kannst du kommen und gehen, wie du willst. Wow, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hoffe, du benutzt ihn und teilst meine Gefühle für dich. Gloria, du bist noch hier. Hey. Wie läuft's denn so, Herr Direktor? Was? Was machst du denn hier? Tja, die Uni ist um diese Zeit zu. Na und? Hast du zu Hause nichts irgendwas zu erledigen? Oh, ist aber eine Nummer da. Okay, schon kapiert. Ich verschwinde. Aber wollt mir nicht zusammen gehen? Nichts für ungut, aber ich habe noch massenhaft zu tun und bin hundemüde. Ich rufe dich morgen an. Hey, weiß ich nicht. Morgen? Ja, morgen. Versprochen. Glorreiche Gloria, du hast deinen Namen heute Abend alle Ehre gemacht. Danke, Aldo. Diese Energie und die Präzision in jeder Bewegung. Was ist los, Aldo? Wenn du mich mit Komplimenten überschüttest, weiß ich, dass irgendetwas im Busch ist. Was? Nein, überhaupt nicht. Ha! Gut, also? Nun... Ich dachte, wir könnten eine kleine Bestandsaufnahme machen. Uns über das vergangene Jahr unterhalten und das nächste. Dein 10. Jahr bei Swarm. Können wir das nicht ein andermal machen? Ich möchte gerade einfach nur in die Hose schlüpfen und nach Hause gehen. Natürlich, Gloria. Kein Problem. Das hat noch Zeit. Danke, Aldo. Wobei... Machen wir es doch einfach morgen Nachmittag.
dann haben wir es hinter uns. Geht klar, Boss. Glorias Gebäude, 23 Uhr. Bing! Ah, was für ein Tag. So, ein bisschen Abstand hier. So, lass mich raten, vorne lebt die Familie mit Kind, hier lebt ein Paar. Hier lebt der Musiker. Und hier lebt einer, der nicht eine Tee trinkt oder was. Oh, was haben wir hier? Ein Blumenstrauß? Joy? Komisch. Nicht meine Karte, aber das ist sowieso nicht Joys Stil. Vermutlich ein Stammgast aus dem Kabarett. Mal wieder. Aus dem Kabarett. So, weg damit. So, was wollen wir? Wollen wir uns erstmal duschen? Nee, wollen wir nicht. Was wollen wir tun? Wollen wir unser Traumtagebuch schreiben? Okay. Ja, war mal eine coole Idee. Scheinbar ist das Telefon jetzt erstmal wichtig. Spreche ich mit Mademoiselle Gloria? Ja, und wer sind Sie? Ich rufe im Auftrag von Monsieur Saint-Louis an. Saint-Louis? Von der Saint-Louis-Gruppe? Ganz genau. Mein Name ist Laurent. Laurent? Nennt man das Laurent oder Laurent? Laurent Carnot. Und unser Präsident, jetzt hört es auf hier. Hervé Saint-Louis würde gerne Ihre Bekanntschaft machen. Oh, man könnte doch schön mit französischem Akzent sprechen. Ihr Präsident will mich kennenlernen? Er hat Ihre Show gesehen, mehr als einmal. Monsieur Saint-Louis ist Ihr mit Abstand größter Bewunderer und sehr bedeutender Kunstmäzen. Malerei, Architektur, urbane Künste und natürlich Tanz. Haben Sie die Blume, also haben Sie die Blumen erhalten, die er Ihnen geschickt hat, schicken ließ? Ja, habe ich. Sie sind hier in voller Pracht. Wunderbar. Wann hätten Sie für ein Treffen mit Monsieur Saint-Louis Zeit? Um über zukünftige Projekte zu sprechen, künstlerischer Natur. Das ist wirklich sehr nett von ihm, aber ich habe schon einen Boss. Kein sonderlich großzügigen, aber ich bin im Black Swan trotzdem glücklich. Entschuldigung, falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Es geht hier nicht einfach um einen Job, sondern eine ganz neue Richtung für Ihre künstlerische Karriere. Sie hätten die Chance, Ihre ganz eigene Show aufzubauen. Nach Ihren Vorstellungen. Mit einem beträchtlichen Budget und völliger kreativer Freiheit. Oh. Ist das nicht der Traum eines jeden Künstlers? Die Show wird natürlich in Paris und in mehreren europäischen Hauptstädten aufgeführt. Außerdem in New York, Los Angeles und Tokio. Von New York habe ich schon immer geträumt. Den Broadway entlang schlendern, die Freiheitsstatue sehen. Wann hätten Sie also für ein Wann hätten Sie also für ein umfassendes Gespräch mit Monsieur Saint-Louis Zeit? Mademoiselle Debast. Also das wird leider nicht möglich sein. Tut mir leid. Ich bin nicht die Künstlerin, für die Ihr Boss mich hält. Trotzdem, danke, dass Sie an mich gedacht haben. Schönen Abend. Alt Gloria, ich, Monsieur Saint-Louis. Wir wollen Ihnen nur helfen. Notieren Sie sich wenigstens meine Nummer und rufen Sie mich an, falls Sie es sich anders überlegen. Na schön. Wenn ich Ihnen dadurch Ärger mit Ihrem Boss erspare, schreibe ich mir die Nummer auf. Und bitte richten Sie ihm meinen Dank für die Blumen aus. Das war eine wunderschöne Überraschung. Ach, endlich. Endlich im Bett. Das war vielleicht zu früh für den Schlüssel zu geben. Ach Gott, ja. Jetzt kommen die Gedanken. Ich werde sie einfach ein paar Tage in Ruhe lassen. Keine Anrufe, nichts. Ganz entspannt. Monsieur Saint-Louis. Warum ich? Ich bin
bin schließlich keine Ballerina, prima Ballerina oder trendige Underground-Künstlerin. Verzeihung, euer Hochwohlgeboren, aber ich passe. Aldo, ich bin im Swarm-Publikumsmagnet. Ich verdiene eine Gehaltserhöhung. 30%, Aldo, oder ich bin weg. Das klingt gut. Dieser Kerl im Museum. Warum hatte ich solche Angst vor ihm? Ich hätte ihn in Eiern packen und von meinem Podest ziehen sollen. Hoffentlich ist das Wetter gut genug, um draußen zu sitzen. Und hoffentlich nervt sie mich nicht wieder mit dieser Ehe-Karrieren-Kram. Bald bin ich 30. Das wird super. Dann werden mich endlich alle Madame nennen. Und mich fragen, warum ich keine Kinder habe. Meine Statue. Ist sie glücklich in ihrem Ausstellungsraum? Wenn ich könnte, würde ich sie in einer schönen Lichtung aufstellen. Weit weg von Paris. Meine Einkäufe. Das muss ich morgen erledigen. Unbedingt. Tampons, Speck, Gemüse und Tiramisu. Das habe ich mir verdient. Wie spät ist es wohl? Und noch eine Gedankenwolke, Joy. Monsieur Saint-Louis. Oh mein Gott, ich bin wieder im Museum. Nu! Das war doch der Typ von meiner Statue. Dieser Perversling. Ich werde jetzt mal zu meiner Statue gehen. Mal schauen. Oh Gott. Ach du meine Nase. Petrus. Die Fleischgewordene. 1989. Der Ekel überwiegt nun den Stolz. Oh, was ist da los? Oh nein! Okay. Oh mein Gott! Ja, das Spiel ist natürlich nicht umsonst auf diesem Kanal, ihr Lieben. Okay, ich muss alle wegschreien. Das ist auf jeden Fall der Move, den viele Frauen wahrscheinlich haben wollen. Einfach Probleme wegschreien. Ich gehe bei meinem Hause. Oh, was ist das denn? Oh. Okay. Be quick or be dead. Zu spät. Interessant. So, ich geh mal erstmal hier lang. Vielleicht findet man. Oh, ja, ja, okay, alles klar. Das gefällt mir so gut. Der Blumenstrauß. Oh nein, hätte ich den Blumenstrauß nehmen sollen? So, ich versuche den noch zu holen. Weggeschrien. So, okay. Schade. Den Blumenstrauß verpasst. Tja, wir hatten wohl wieder beide Glück. Aha, Kind. Was soll das? Na, geh hier lang los. Macht's ja nicht. Okay, jetzt weiter. Sie schreit etwas träge. Die gute. Oh nein, Joy. Die Vulvenpuppe. Sie ist blind. Joy! So viel Materie.
So viel Fleisch. Bevor alles zerfällt. Oh, nein, 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 nein. So. So, es gibt auch kein Schnelllaufen. Ich verstehe nicht ein Wort davon. So, Fernsehen. Wie erhalte ich in der Liebe die volle Aufmerksamkeit? Das ist das Thema der heutigen Sondersendung. Dritter Albtraum zu sein. Tampon, Speck, Gemüse. Ach, die Einkaufsliste. Schön. Die muss auch noch mit. Ist ja klar. So, dann gehen wir erstmal. Nee, können wir gar nicht. Schade. Ja. Nein! Vergib mir! Wow, das war knapp. Da bist du ja. Ich hab nach dir gesucht. Hör zu, ich muss dir etwas sagen. Vorhin im Ausstellungsraum hat mich ein Typ sexuell genötigt. Was? Was hat er dir angetan? Nein, du verstehst nicht. Nicht mir, meiner Statue. Aber es war dasselbe, Joy. Ich schwöre, es war dasselbe. Ganz genau dasselbe. Muss immer aus einer Mücke einen Elefanten machen. Außerdem sollte dich das nicht sonderlich stören. Wenn man bedenkt, wie... Was? Was? Womit ich mein Geld verdiene? Oh Gott. Auf euer. Und? Gloria? Erzähl mir von dieser Statue. Gefällt sie dir? Sie ist lebensecht. Dann bist du bestimmt sehr stolz. Ich werde sie mir ansehen, wenn die Ausstellung nicht mehr so voll ist. Es fühlt sich irgendwie komisch an. In welcher Hinsicht? Nun, es ist, als ob... Also... Ach, egal. Vergiss es. Es hat mich ja schon überrascht, dass du dafür posiert hast. Da du nie auf mich hörst, Mama. Eine Statue hebt die Kunst des Bildhauers hervor. Das Modell ist nebensächlich. Alle kennen Rodin, aber niemand den armen Mann, der stundenlang seinen Kopf mit der Faust stützen musste. Das ist richtig. Und während dein Bildhauer den Ruhm einhelmst, vergötest du deine Jugend und dein Potenzial in diesem schäbigen Kabarett. Mama. Gloria, Liebes, du bist Tänzerin. Dein Körper ist dein Kapital. Du arbeitest hart daran, aber... Nun, du weißt, was ich meine. Ich kenne es ja noch von früher. Ja, ja. Wenn du nicht weiter... wenn du dich nicht weiterentwickelst, bekommst du noch Schwierigkeiten. Vermutlich früher, als du denkst. Und wieso glaubst du, dass ich meine Karriere schleifen lasse? Oh, aber es gibt es in der Hinsicht denn etwas Neues, Liebes? Und ob? Ein neues Projekt. Ein künstlerisches. Etwa noch eine Statue? Nein, überhaupt nicht. Eine internationale Show. Mein ganz eigenes Werk. Das ist schon fremde Lorbeeren hier. So, na, das ist doch mal was. Und mit welchem Geld willst du das verwirklichen? Die Saint-Louis-Stiftung wird es finanzieren. Die Saint-Louis-Stiftung? Etwa die von der Saint-Louis-Gruppe? Ganz genau. Hefe?
Herr Saint Louis ist ein sehr bedeutender Kunstmäzen und mein größter Bewunderer. Er hat mir sogar Blumen geschickt. Ein prächtiges Rosenbouquet. Und wo hat er dich angesprochen? Etwa abends? Am Ausgang deines Kammerers? Natürlich nicht. Ich habe ihn auf einer Cocktailparty kennengelernt. Oh, da bin ich schwindelt. Gloria, ich sage das ja nicht oft, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt. Schön. Wir denken sogar über eine Welttournee nach. Tokio, New York. Er versucht, vertraut mir bedingungslos. Dabei fällt mir ein, ich sollte seinen Assistenten zurückrufen. Und zwar so bald wie möglich. Cabaret Black Swan, 19 Uhr. Hallo. Du lässt vortanzen? Davon hast du mir ja gar nichts erzählt. Hallo Gloria. Hat Stephanie es dir nicht ausgerichtet? Nun, sie hat mich nicht ausdrücklich darum gebeten. Oh, na gut. Jedenfalls freut es mich, dass du hier bist. Soll ich die Kandidatin mit eine kurze Pause einzulegen? Nein, dazu fehlt uns die Zeit. Es warten ja noch viele andere. Du wolltest mich sprechen? Also gut, Gloria. Wie du weißt, bist du unsere erfahrenste Tänzerin und unsere fleißigste. Und deshalb erhöhst du meine Gage? Ha! Vielleicht, aber darum geht es jetzt nicht. Gloria, ich möchte, dass du die neue Tanztrainerin von Black Swan wirst. Wie bitte? Lass es mich erklären. Nächstes Jahr wollten wir die Zahl der Tänzerinnen von 5 auf 8 oder vielleicht sogar auf 10 erhöhen. Die neuen und selbst die aktuellen brauchen Training. Das sind alles süße Dinge, keine Frage, aber sie haben das Tanzen nicht gerade von Nourjo gelernt. Warte mal. Also dachte ich an dich als Mentorin und Trainerin. Also, Tänzerin ausbilden bedeutet eine Menge Arbeit. Wie soll ich das neben meinem eigenen Training und den Auftritten schaffen? Das ist unmöglich. Ach, Glow. Nicht neben Gloria, anstelle von. Was? Wie meinst du das? Nun, wenn du Vollzeit als Tanztrainer arbeitest, brauchst du dich nicht mehr auf die Bühne abzurackern. Aber du hast dir einen ruhigeren und sicheren Job verdient, Gloria. Aber ich will nicht hinter den Kulissen arbeiten. Ich will auf der Bühne stehen, also das ist mein Beruf. Nächstes Jahr, das Jahr danach und Gloria. Du weißt, dass du die Bühne irgendwann einem anderen überlassen musst. Du machst das schon seit 10 Jahren. Aber ich bin noch nicht einmal 30, Alter. Umso besser, dadurch wirst du noch besser auf die Bedürfnisse der jungen Tänzerin eingehen können. Du wirst schnell lernen, wie man Leute managt. Alter, komm schon, alles wird gut. Ich flehe dich an. Denk erstmal ein bisschen drüber nach, dann... Aldo, tu mir das nicht an. Wirst du mir noch danken? Ach, Glow. Glorious Gebäude, 20 Uhr. Die neue Vortänzerin sah ein bisschen wie Madonna aus. Was für ein Scheißtag. Erst ist mir meine Mutter total auf den Sack gegangen. Joy! Entschuldigung, dass ich hier unkündig aufkreuze. Ach, ich glaube, der Tafel wird immer besser. Nein, ich bin froh, dass du hier bist. Warum hast du denn nicht drin gewartet? Hast du etwa den Schlüssel nicht mehr, den ich dir gegeben habe? Doch. Dann hast du die Schatulle nicht dabei? Du. Es geht nicht nur um den Schlüssel, Gloria. Hör zu. Schieß los. Ich höre in der letzten Zeit sehr viel zu. Es geht um uns. Du hast alles, was man sich an einer Partnerin wünschen könnte. Und ich hatte in den letzten 3 Monaten eine richtig tolle Zeit mit dir. Aber jetzt soll daraus plötzlich mehr werden, mehr als eine gute Zeit, und das passt einfach nicht zu mir. Ich verstehe.
Deshalb gebe ich dir die Schatulle mit dem Schlüssel wieder zurück. Das war wirklich nett von dir. Ich verstehe total, wenn du jetzt sauer auf mich bist oder traurig. Das ist völlig normal. Sauer? Ich? Wieso? Um alles in der Welt sollte ich sauer sein? Na, wegen allem, weil ich hier mit dir Schluss mache. Aber warum sollte ich deswegen sauer auf dich sein? Dazu gibt es keinen Grund. Oh je. Ich bin sogar erleichtert. Wir sind einfach viel zu verschieden. Das hätte nie funktioniert. Ja, vielleicht. Okay, dann gehst du jetzt wohl besser. Du hast bestimmt Unikram vorzubereiten. Pass auf dich auf, Gloria. Mann, Gloria. Alles in Ordnung. Ja, verdrängen ist nie eine gute Sache. Und? Gut oder schlecht? Gut oder schlechte Laune? Oh Gott! Oh Gott, unsere Sicht! Ja, kann man wohl die Maske nicht mehr aufrechterhalten. Rufen wir jetzt Joy nochmal an. Ah, hallo? Guten Abend, Gloria Di Bastia am Apparat. Gloria, schön von Ihnen zu hören. Wie geht es Ihnen? Fantastisch, danke. Ich würde es gerne annehmen. Monseigneur St. Louis Angebot, Monsieur. Die Show, die Tournee, alles, was er von mir will, ich bin dabei. Ja, bitte entschuldigen Sie. Das hat mich nur etwas überwältigt. Das sind wundervolle Neuigkeiten. Also gut, Gloria, dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Ich werde Ihnen gleich einen Termin mit Monsieur Saint-Louis machen. Was sagt denn sein Terminkalender? Morgen früh, 7.30 Uhr, in Bourse-le-Boulogne. Morgens um 7.30 Uhr? Oui. Monsieur Saint-Louis liebt die Ruhe, die man dort frühmorgens hat. Stellt das ein Problem für Sie dar? Ganz und gar nicht. Alles prima. Ich muss Ihnen den Weg beschreiben, also hören Sie genau zu. Am Ende des Abweges zweigt auf der rechten Seite ein Pfad ab, der durch den Wald führt. Nach oben oder unten? Nee, oben ist ja. Also, auf der rechten Seite. Ist das jetzt rechts in Laufrichtung? Folgen Sie diesem Pfad, bis Sie den See erreichen. Okay, schön hier. Ach. Monsieur Saint-Louis wird dort auf Sie warten. Dieser Ort wurde von unzähligen Künstlern besungen und in irgendwas gemacht. Sie werden sich dort sicher wie zu Hause fühlen. Sieht ein bisschen verpennert aus, überall Müll hier. Ist nicht so geil. Monsieur Saint-Louis? Oh! Wir wurden angeschossen! Oh Gott! Oh Gott! Es war ein Trick. To be continued. Oh nein! Oh, 2023.
Oh Gott. Ja, bitte auf die Wunschliste und teilen. Oh je, oh je. Das sieht ja ziemlich krass aus. Achso, ach, kein, okay, jetzt kann ich hier noch ein bisschen laufen, oder was? Schön. Immer schön ausweichen. Wozu ist das denn jetzt? Und geschafft. Ja, ihr Lieben, das war die Demo zu Decarnation. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr vielleicht das Fullgame hier bei uns auf dem Kanal sehen wollt, wenn es rauskommt. Mich würde sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Helft uns zu wachsen und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin, au revoir.